und 13 Seeds. Dann muss ich mal ein bisschen anpflanzen vor der Tür. Wird das hier nichts mit der Farm? Muss mal gucken, wo ich meine hinbaue. Übrigens, ich baue noch mal eine so ein bisschen gegenüber von dir. Ich baue meine, glaube ich, eh auch dort weg, also... Ich baue die sowieso nur so ein bisschen hier angepasst, weil ich das gar nicht so... das nutze, wie du... Als Und Feld. Ein Ofen, zwei Ofen, upsala, drei Ofen, vier Ofen, fünf Ofen, sechs Ofen, sieben Ofen, acht Ofen. Wie ist das wahrscheinlich? Das ist wahrscheinlich hier auch nur so mehr so zu Schönheitszwecken. Ich denke, das richtige Essen ist hier, wie auch im echten Leben, nicht das pflanzliche Zeug, sondern das. Wie Steak oder so. Oder Chicken. Na gut. Ja. Fleisch ist so das, was sich durchsetzt in der Evolution. Es gibt auch noch Pflanzenfresser, aber davon wird man nicht satt, sage ich immer. Rettet die Pflanzen lieber als die Tiere, weil von den Pflanzen kann man... Ein Vegetarier ist Bürger. Die Tiere, die atmen unsere Luft weg, ne? Das ist ja im Endeffekt klar. Aber die Pflanzen, die zerstören... Die Pflanzen, die erzeugen unsere Luft. Und je mehr der Regenwald abgeholzt wird, desto mehr Tiere und Pflanzen sind ja auch in Gefahr praktisch. Ja, ja, desto im weniger Endeffekt, Luft kriegen wir. Klar, desto weniger Luft kriegen wir. Umso mehr Salat abgeerntet wurde, umso weniger Luft bekommen wir. Und wenn hier auch die ganzen Tiere in Massentierhaltungen gehalten werden, dann kriegen wir ja noch weniger Luft. Im Endeffekt. Weil die brauchen ja auch alle Luft, die ganzen ganzen Chicken Nuggets oder so, die da hergestellt werden, oder die ganzen Farmen, das ist der Wahnsinn. Wir brauchen bestimmt alle ziemlich viel. Aber andererseits, auf der anderen Seite, kommt man ja so nicht an Fleisch ran, ne? Weil irgendwie müssen die ja das Fleisch herstellen. Ihre Schlachten und alles. Aber auf der anderen Seite, ne? Fuck. Man sollte, also sie sollten halt nicht so viel Pflanzen und Bäume und alles abholzen, und es bleibt echt wenig übrig am Ende. Aber ich bräuchte auf jeden Fall noch Glas, also das ist ja... Also ich habe jetzt hier ein bisschen Glas. Ich bestücke damit gerade mein Schlafzimmer. Holz kann ich hier auch noch einsetzen. Das war natürlich sehr genial gemacht wieder. Ich brauche auf jeden Fall noch Glas, also da hilft kein Weg vorbei. Ich habe ja noch was im Inventar. Kann man noch benutzen. Ja, hier unten im Keller wollte ich noch... Ach du Scheiße, hier muss ich nur ausbauen. Eigentlich ziemlich krass, wie schnell sich... Ich sag jetzt mal, das... Let's Play schon jetzt alleine entwickelt hat mit den ganzen Sachen. 3:40 ist jetzt die Aufnahme. In den ganzen Sachen, die wir heute schon gebaut haben. Hier hat Orange in 10 Folgen nicht hinbekommen. Das weiß ich ja. Weil er immer noch mit seinem Gronkhaus beschäftigt war. Ja, auch perfekt sein, ne? Ja, eine 1:1 Nachmache sein und nicht nur eine billig Nachmache. So wie er selbst. Kann ich hier schon mal nicht mehr runterfallen. Dann baue ich natürlich auch. Mach ich nicht. Bin ich ja dumm. Mach ich natürlich hier wieder weiter. Ja. Und ich kann sich natürlich sicher sein, dass ich ihn garantiert nicht mehr nach dem Server Let's Play fragen werde, ne? Da kann das nicht sicher sein. Will ich hier nicht mehr in der Aufnahme hören.
Da muss man schon ordentlich was machen, um mir in der Aufnahme zugelassen zu werden, ne? Schon eine ordentliche Entschuldigung bei Rat haben. So, wie geht's jetzt weiter? Ich brauche auf jeden Fall Glas. Holz brauche ich auch. Holz habe ich wirklich nichts mehr viel. Fackeln setze ich jetzt mal, weil hier sind schon ein paar Creeper-Monster entstanden. Da ist doch schon wieder eins, ich höre es doch. Oder ist es eine Fackel? Bin ich ganz sicher. Also Fackel und Creeper-Monster zu unterscheiden? Ja, ich weiß nicht, das ist... Was? Warte mal. Warte mal, halt mal kurz still. Ja, es sind hier wirklich nur die Fackeln. Oh ne, der Ofen ist es. Ofen. Kann sein, dass es der Ofen ist. Dass das so ein Geräusch macht. Da fuck, wie bist du denn drauf? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Jetzt wird es wirklich knapp hier, Ende Gelände. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall pennen. Das ist. Bin ich schon. Oh. Weil ich muss einerseits. Kein ordentlich Sleep at Night. Es ist doch schon Nacht. Nein, ja. Es ist doch wieder Tag. Achso, toll. Wie das? Ich? Hast du Tag gesetzt praktisch? Ja, im Bett. Achso. Mach hier mal, damit es ein bisschen naturgetreuer aussieht, mache ich hier mal wieder dorthin, damit es so wenig Glas gestufter aussieht. Ich habe zu wenig Glas. Ich auch, also es ist wirklich schlimm. Nicht Glasscheiben, sondern Glas. Ja, ja. Wirklich schlimm hier. Ach, warum baust du eigentlich mit großem Glas? Warum nicht mit Glasscheiben? Die sind viel sparsamer. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich hier auch wieder mal was falsch gemacht habe. Ne? Bin ja nicht perfekt. Deswegen, ich muss jetzt wirklich krass hart Glas farmen, um das hier wieder gerade zu biegen. Mhm. Und. Au. Und... Oh, gut. Leute, wirklich ambitioniert, also... Sollte bestimmt für die nächsten zwei Wochen erstmal reichen. Wollen wir uns mal wieder... erstmal zurücklehnen. Dann nächste Woche kann man ja mal schauen, ob wir Lust haben, aufzunehmen. Ne? Genau, ich komme hierher ohne Schaufel, ne? Bisher. Fängt der Spaß schon an. Man merkt schon wieder, das Essen ist schon wieder überhaupt nicht ausreichend. Es wird Zeit, dass die ganzen Schweinebraten zu Ende gegrillt sind. Ne? Tja. 42 Schweinebraten so mit sich rumschleppend. Halt. Oh. Jetzt nehme ich erstmal das Steak. Den Mist mache ich jetzt erstmal hier rein, ne? Reicht jetzt erstmal für das erste mit dem Steak. Fuck. Los. Und dann natürlich brauche ich jetzt mal ein Glas. Also und die Mine, die muss ich auch irgendwann mal weiterbauen, ne? Also Glas ist mein dringendstes Problem und Holz. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall Sand und Dings farmen. Wo warst du eigentlich, Sand? Du hast gemeint, weiß es noch nicht. Ich habe immer noch keine Schaufel gemacht. Ich rede hier um den heißen Brei herum und mache immer noch keine Schaufel. Dann mache ich lieber noch mal 2-3 Stickies mehr. Weil ich will ja gleich mal ein wenig mehr Sand farmen. Hier wirklich schon knapp. Ach, dann mache ich doch mal alles, was hier geht, rein. Alles. Naja, 6 Schaufeln dürften mir reichen. Oder?
kennst du? Äxte habe ich auch. Vier Äxte dürften mir auch reichen. Also jetzt kann es ja eigentlich losgehen. Mit vollgepackt mit Essen und allem drum und dran geht's jetzt auf die Jagd der Bäume und der Sanddünen und alles und das, was wir hier so finden können. Da hinten ist das ist Gravel. Ne? Natürlich ist das Gravel hier und kein Sand. Das kann ja auch nicht anders sein. Wir müssen ja immer vom Schicksal verarscht werden. Mit der Axt den Sand abbauen ist natürlich auch nicht so ganz optimal. Aber ganz ehrlich, bei Orange hat man halt echt gemerkt, dass er die Sache nicht eins genommen hat, ne? Mhm. Also vor allem da noch zu denken, dass man, dass er die Sache ernst nimmt, weil er natürlich auch so ernst wie möglich redet. Oh, hier ist viel Sand, das ist gut. Weißt du, er redet noch so ernst und mit seiner Aufnahmestimme und alles, ne? Mhm. Das kannst du bei dem echt vergessen, der macht sich nur zum Hampelmann. Das nicht nur in seinen Videos. Das ist gemeint, normales Glas ist sparsamer. Also Glasscheiben. Ja, Glasscheiben. Das ist normal. Oh, hier habe ich einen Skorpion gefunden. Ganz toll. Was? Im Sand. Im Sand gibt es hier manchmal Totenschädel oder Skorpione bei mir. Resource Bag. Yep. Hier kann ich ordentlich was wegfarmen, also kann mich nicht beschweren. Da muss ich jetzt aber auch erstmal wieder rauskommen. Ganz einfach, grab dich raus. Ja, also ich werde hier noch ein bisschen abfarmen und dann geht's wieder zurück. Es gibt im Moment nicht so viel zu sagen, weil wir alles Mögliche schon angesprochen haben. Es gibt natürlich schwierig, so ein Gesprächsthema zu finden. Ja, da finde ich gerade die Musik richtig entspannend bei. Oh ja, das ist halt der Vorteil von der Musik. Solange die das Gelaber nicht übertönt. Nein. Die so im Hintergrund noch läuft, aber... Das ist nur bei kleineren YouTubern so. Ja, ja, aber es gibt ja auch welche, die stellen das nicht richtig ein und dann ist die Musik zu laut und man versteht es nicht. Das war auch schon mal bei mir so der Fall, bei dem Manu Spreng-Video, weißt du noch? Da war die Musik auch so laut, dass die natürlich, als die gestrikt wurde... Das Ding ist, als die gestrikt wurde und die war ja mit meiner Stimme vermischt, die Tonspur. Fuck. Dann ist auch meine Stimme so ein bisschen rausgenommen worden, ne? Das ist aber normal. Das ist im Endeffekt richtig scheiße, weil man nichts mehr verstanden hat, was ich gesagt habe. Deswegen ist das halt wirklich blöd mit Musik und so. Da kannst du machen, was du willst. Das ist, wenn hier passiert, überhaupt nicht natürlich aus. Aber jetzt bin ich auch noch reingefallen, also ist hier fast los. Aber beim hier, die Musik, die ich hier im Hintergrund meist abspiele, die
Habe ich. Ja, hier fängt es schon an mit dem ganzen Zeug, schau mal. Mit dem ganzen. Ja, da hast du Rechtsklick gemacht. Mach mal Rechtsklick mit der Schaufel auf dem Boden. Das kann natürlich sein, aber hier habe ich auf keinen Fall Rechtsklick gemacht. Ja, das war ich. Und wozu ist das so? Für den Weg? Ja, ein Weg ist das. Okay. Weil, wenn man hier drauf steht. Guck mal. Pass auf. Siehst du, ich bin ganz leicht schneller als hier drauf. Denkt dir was? Cool, danke. Man ist. War nur eins, aber das war das eine, was zu viel war und mir den Slot weggenommen hat. Na gut. Auf diesem Weg bist du nämlich etwas schneller unterwegs.